over, the misty mountains rise. Leave us standing upon the height. What was before, we see once more. Ja, hallo Filmfans, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht mich hier sicherlich gerade in der Verpackung drin und dass ich meine Kamera auf einen Eimer gestellt habe, auf einen Putzeimer. Und naja, nun ja, hier ist irgendwie das beste Licht und so weiter und so fort. Im Moment ist es irgendwie ganz komisch warm. Ja, das Intro ja wurde sehr abrupt beendet. Und nun ja, der Splatboy hat gestern schon mal hier dieses Mediamarkt-exklusive Steelbook mit Lentikularkarte gezeigt. Ist eigentlich nur ein Hybrid aus dem, was passieren würde, wenn man das Amazon-exklusive Steelbook, was ja nur die 2D-Version beinhaltet und die 4-Disc-Version, die es für 10 Euro weniger gibt, in einen, ja, in der Abstellkammer einschließen wird und wenn die eine ganze Nacht miteinander verbringen würden beim Kerzenschein. Und das hier ist halt dabei rausgekommen. Es ist ein Mischmasch aus diesen ganzen diversen Veröffentlichungen, nur dass es halt eine andere Verpackung hat. Ich meine mal, bei Mediamarkt bekommt man auch andere diverse Steelbooks, wie zum Beispiel auch von Lawless, die es woanders nicht gibt. Da sagt man sich, okay, das ist gut, und ja, hier ist es nun so, hier ist es halt fraglich, ob man sich das Teil holt. Ja, die ganze Show hat 34 Locken gekostet, ist schon ein Heidenpreis, aber ich meine mal, dafür bekommt man ja aber einen Film, der über jeden Zweifel erhaben ist, während andere Import-DVD-Blu-ray-Dinger einfach nur in einer beschissenen Verpackung kommen. Da werden sich sicherlich jetzt einige angesprochen fühlen. Und ja, ich will das Ganze jetzt einfach mal auspacken, ohne Messer zu benutzen. Das Splatboy war ja ganz brutal gewesen. Ja, so, da haben wir es. Das Schöne ist halt hier, dass dieses Papier hier drum ist. Daher ist der FSK-Flatsch noch nicht drauf gedruckt. Wunderbar. Man hat es auch sein lassen, diesen FSK-Flatsch noch drunter zu kleben. Bei Warner oder anderen großen Labels wie 20th Century Fox, den traut man ja alles zu. Und hier hinten sind natürlich noch die obligatorischen Angaben. Die meisten Extras hier, vielleicht auch das mit der 3D-Technologie und so, kennt man teilweise von YouTube. Es wurden ja zig Produktionsvideos hier schon auf YouTube hochgeladen zu dem Film, den man sich reinziehen kann. Deswegen wird es sicherlich erst richtig exklusive oder mehr Extras geben, wenn die Extended Version rauskommt. Ja, das übliche Gedöns hier, die Produktionsangaben und ja, das Tolle ist hier halt, dass hier auch der deutsche Ton in, ja, HD Master Audio 7.1 ist. Bei vielen anderen Warner-Veröffentlichungen damals war es nicht so gewesen, da war die englische Tonspur irgendwie besser gewesen als die deutsche, aber da wurde immer gemeckert vom Internet, mir ist das eigentlich wurscht an dieser Stelle. Und ja, das ist hier festgeklebt, ein paar Klebepunkten. Ja, ist, wie man sieht, kein relativ dickes Papier, wie man es bei anderen Veröffentlichungen kennen würde. Und hier haben natürlich erstmal das Deal. Ja, die 3D-Karte sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Sehr schön. Ist eigentlich quasi nur der von dem Pappschuber entnommen. Genauso wie das Artwork hier. Nur dass kein 3D drauf steht, vom Amazon-Stil. Was doch sehr hübsch aussieht. Ja, ist auch relativ matt gehalten. Hat hier natürlich diesen Steelbook-Schimmer, wie man natürlich sieht. Sieht an sich wirklich sehr schön aus. Kann man wirklich nicht meckern. Seitengestaltung, ja, und natürlich hinten, es kann da drauf, diese Stabsangaben, das ist bei Warner scheinbar typisch, da denke ich noch an das Steelbook von Final Destination 4, was ich habe, da waren auch diese Stabsangaben drauf. Und ja, hier innen drin befinden sich natürlich die Discs, ja, ein anderer User, Cinesilz, hat mich schon mal aufgeklärt, dass es auch Titanic schon die 3D Blu-ray, dass der Film auf zwei Blu-rays verteilt worden ist. Ich bin ehrlich, ich kann mit 3D großartig in meinem Kino nichts anfangen. Mir reicht die 2D vollkommen, 2D-Version vollkommen aus. Und hinten ist halt noch die Karte von, ja, ich zeig's euch mal, halt von Mittelerde.
ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Sieht auf jeden Fall sehr schön gestaltet aus. Ja, letzten Endes ist der Preis natürlich so eine Sache, eine Frage an sich, ob man das nun will, weil man genau weiß, dass kurz vor Weihnachten sicherlich so im November dann sicherlich, ja, hier sehe ich schon mal eine kleine, da ist schon ein bisschen was abgegangen, aber wurscht. Da kann man ja dieses schöne Bild hier drauf kleben. Sicherlich eine Extended Version rauskommt mit vielleicht bis zu 20 oder 30 Minuten mehr Film. Viele haben natürlich gesagt, dass diese normale Kinofassung hier schon langgezogen ist. Der Film ist über jeden Zweifel erhaben. Allerdings, ob es sich lohnt, halt hier zuzugreifen, wenn man genau weiß, dass irgendwann später eine weitaus teurere VÖ kommt. Ich hoffe natürlich, hoffentlich, wie damals bei den Extended Versions von der Hobbit in einem schönen Digipack. Das wäre natürlich richtig geil. Oder ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht der Traum war von mir gewesen im Mediabook. Aber ja, das sind alles halt Träume und Wünsche. Ja, an dieser Stelle, das war's erstmal. Auf jeden Fall, die VÖ ist so eine Sache, ist definitiv was für Hardcore-Sammler, nur ich kann halt ohne den Film nicht. Ist egal, ob Kinofassung, Extended Version, ich habe das auch bei der Herr der Ringe so gehabt. Und es ist immer noch so in der Sammlung. Und ja, Der Hobbit auf jeden Fall ein genialer Film und das hier ist eine schöne VÖ. Der Preis, darüber lässt sich sicherlich streiten, aber in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, Monaten wird dieses Steelbook hier auf jeden Fall im Wert definitiv steigen. Ja, und das war's auf jeden Fall mit meinem kleinen Video zum Hobbit Steelbook aus dem Mediamarkt. Einen Hybriden aus zwei anderen Hobbit-Veröffentlichungen, wenn man es mal so sehen will. Und naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.